Yo Leute, was geht ab? Ich hoffe, alles gut bei euch und ihr seid alle gesund. Fangen wir einfach direkt mal an mit der Auslosung von letzter Woche. Und zwar hat Jabberwockies geschrieben, wäre so gerne dabei, trauriger Smiley. Hoffentlich habe ich diesmal Glück. Geiles Format, by the way, Hashtag Icon4. Also, diesmal hast du Glück, herzlichen Glückwunsch, du hast nämlich 2 VIP-Tickets zum Live-Event im September gewonnen. Wenn ihr auch gerne bei dem Live-Event dabei sein wollt, dann könnt ihr euch jetzt Tickets für das Event sichern. Und zwar macht ihr das durch den Link unten in der Beschreibung zu unserer Startnext-Kampagne. Diese Episode verlosen wir keine VIP-Tickets, aber haben für die nächste Episode, glaube ich, eine coole Überraschung für euch. Dann kommen wir jetzt zum Publikumsvoting von letzter Episode. Und zwar habt ihr gesagt, dass ihr Kazak, Aldin und Facet 119 gerne in der nächsten Episode sehen würdet. So habt ihr Kazak 4 Zusatzpunkte, Aldin 1 Zusatzpunkt und Facet 119 2 Zusatzpunkte geschenkt. Vergesst auch nicht, dass ihr diesmal wieder für eure Lieblingskünstler aus der Episode voten könnt. Und ganz wichtig, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst. Drückt die Glocke? Damit ist alles gesagt, ich wünsche euch viel Spaß bei der nächsten Episode. Bra, ma che cosa hai combinato? Bruder, ich hatte direkt das Gefühl, ich will nicht zuhören so. Ich hoffe, du bist gut vorbereitet, denn genau ab jetzt hast du einen einzigen Versuch, deinen Song komplett von Anfang bis zum Ende in One Take fehlerfrei durchzuperformen. Solltest du verkacken, ertönt ein Geräusch und die Booth färbt sich rot. Wenn das passiert, ist deine Performance beendet. Du wirst trotzdem ausgewertet und bekommst Punkte, genauso wie alle anderen Künstler auch, und hast trotzdem die Möglichkeit, in die nächste Runde weiterzukommen, aber deine Chancen sind drastisch reduziert. Damit gesagt, wünsche ich dir viel Glück und viel Erfolg. Bist du ready? Ey, Chauvin, oi, ey, Dealer im Blut, ey, Dealer im Blut, Dealer im Blut, ey. Ey, steig in die Reeboks, lauf durch dunkle Gassen. Ich bin dicker Marsch, wenn mich die Bullen packen. Wenn sie mein Bunker platzen, ja dann sowieso. Der Bonze Koks, Gabar, ich hab Wodka, oh. Der Weg ist dreckig, doch das Ziel sauber. Deshalb mach die Tasche zu, wenn ein Deep blower. Deshalb halt die Füße still, wenn ich einpacke. Taub, blind, stumm, Digga, 3 Affen. Ich werd erst heimfahren, nachdem wir alle Hype haben. Ich muss noch paar Rapper ficken und uns alle reich machen. Ich steck fest, obwohl ich immer weiter will. Irgendwann sitz ich im Maybach drin. Immer wenn ich tick, bist das mein so. Hol mir Ort, noch ein Käfig auf Job, mach es wieder von vorn. Du bist Dealer vom Block im Blut, also geh und push. Und immer wenn ich tick, flüstert mir ins Ohr. Hol mir Ort, noch ein Käfig auf Job, mach es wieder von vorn. Du bist Dealer vom Block im Blut, also geh und Gott, hol mich ab aus der Hut und im Aventador. Kauf dich Schlampe, ne Fanta und kein Mike gekost. Brach raus aus der Hut, wie Will Smith im Bel Air. Blanke Niese Schlampen wollen Chavin kennenlernen. Hab kein Zeugnis, doch ne Schlampe wie im Bilderbuch. Ich bin ein Ticker, du bist ein Benamus. Der Alkohol tut nicht meiner Leber gut. Doch ich kipp die Goose und nimm noch einen Schluck. Das macht meinen Kopf kaputt. Ich kann schwören, dass der Teufel mich im Block besucht. Ich kann schwören, dass die Scheiße mich abhängig macht. Solange ich keinen Hype hab, wird immer weiter verpackt. Die Bullen haben den Tatort verwechselt. Ich schlaf ein auf dem Barhocker-Sessel. Alle hassen Chavin wie Malcolm. Note bis zum Ende pushen. Und immer wenn ich tick, flüstert mir ins Ohr. Hol mir Ort, noch ein Käfig auf Job, mach es wieder von vorn. Du bist Dealer vom Block im Blut, also geh und. Und immer wenn ich tick, flüstert mir ins Ohr. Hol mir Ort, noch ein Käfig auf Job, mach es wieder von vorn. Du bist Dealer vom Block im Blut, also geh und. Geh und push. Fuchs wie Fuchs, ey, und während der Schule geht ne Lieferung hoch, ey, wir sind Dealer im Blut. Boah, der Chavin weiß auf jeden Fall, wie er seine Stimme präsentieren muss. Auch wie er sich zu ja. präsentieren hat. Der weiß genau, er strahlt halt übel Selbstbewusstsein aus. Ne? Er kann sich gut verkaufen. Ja. Starke Lyrik fand ich. Ne, textlich fand ich ihn gut auf jeden Fall, man hört gerne zu. Er hat eine krasse Stimme, habe ich schon sehr oft gesagt, Digga. So Angie-mäßig halt. Er kann auf jeden Fall geil rappen, Bruder. Ich fand den zweiten so. Part stärker als der erste auf jeden Fall. Ja. Nochmal so einfach mal nebenbei. Aber ich muss auch dazu sagen, man hat ihn auch schon mal stärker gehört. Aber vielleicht entwickelt er sich ja mit den Runden noch. Am Ende kam das ja auch noch, weißt du, wie ich meine? Ja. Wir sind ja jetzt noch in der Booth-Runde hier. Das ist auch Risiko, wenn man immer sagt, so ja, der entwickelt sich mit den Runden, wer weiß. Mhm. Kann auch vielleicht komplett in die Hose gehen. Ja, aber dann fliegt er ja raus eben. Die Frage ist, ob das wirklich gereicht hat. Yo! 681! Yo!
yo. Il mio homie del bando porta il crack ma non entra nei guai. Non mi fido di una bitch, avanti la camera metto fake smile. Vaffanculo all'abuso di quello spiro, ma n'hai messo pro online. Drill in zona facciamo mula, street boy come 8 mile. Il mio homie del bando porta il crack ma non entra nei guai. Non mi fido di una bitch, davanti la camera metto fake smile. Vaffanculo all'abuso di quello spiro, ma n'hai messo pro online. Drill in zona facciamo mula, street boy come 8 mile. Yo, ja ich puss krieg flattern, weil ihr da nie sieht. Ich komm und schieß, nimm ich weg den Sieg. Ohne Hemmungen, als wär ich der Icon. One take, ich nehm euch Rapper nicht ernst, weil MCs, hör zu, ihr könnt gleich rein. Kein Wort bei Kopf, er ist ernst, weil Ching bringt nix, wenn du's fort, so nicht ernst meinst. Burnout, siamo nella trappola, Gott, della busse del pane. Hör ich dich singen, Gerichtssaal, weint deine Mutter, das ist deine Strafe. Nach zwei und ein, hör ich Kripus durchsuchen mein Block, doch was sie finden, das ist gar nichts. Il mio homie del bando, porta il crack, ma non entra nei guai. Non mi fido di una bitch, davanti la camera metto fake smile. Vaffanculo all'abuso di quello spiro, ma n'hai messo pro online. Drill in zona, facciamo mula, street boy come. Yo, il mio homie del bando, porta il crack, ma non entra nei guai. Non mi fido di una bitch, davanti la camera metto fake smile. Vaffanculo all'abuso di quello spiro, ma n'hai messo pro online. Drill in zona, facciamo mula, street boy come 8 mile. Pow! Next level homie, Crystal. Bau! Next time. Bau! Sechster Teils! Pussis! Fra, ma che cosa hai combinato, fratello? Crazy. Crazy. Der war on fire, Bruder. Der weiß, wie man damit umzugehen hat auf Drill. So, der hatte ein bisschen diesen italienischen Style, ein bisschen von Rondo. Die italienischen Lyrics, muss ich sagen, so, die waren so okay. Ja? Das kannst du natürlich nur bewerten. Kann ich beurteilen, so, weil es war jetzt nicht ein großer Akt, aber hat gepasst, hört sich gut an. Mhm. Für Leute, die Sprache nicht verstehen, kommt geil. Ja, safe, mein, ja, ja. Aber ich weiß, der hat sehr viel Potenzial. Bruder, als er gerappt hat, ich dachte direkt, wenn er weiterkommt, so im Finale, der könnte wahrscheinlich voll was reißen. Der hat dieses Potenzial in sich. So wie der sich gibt einfach, wie der rappt, Digga. Der kann was Neues bewirken auch so. Ja, ja. Ist sehr, diese sehr italienische und deutsche Mischung finde ich geil. Finde ich auch. Cousin Ventura, hör zu. Okay. Wow, 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 zeig keine Gefühle. Bin gelähmt wie bei Schlafparalyse. Wow, 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 nimm ein paar Züge. Denn wir sind verliebt in die Lüge. Ey, ich bin immer noch auf Krise. Vieles tut mir abends leid. Digga, scheiß mal auf Liebe. Brenn wie auf 104 Fahrenheit. Wow, ich hab nichts zu verlieren. Die Wände sind grau, ich muss neu tapezieren. Wir haben keine Manieren und wir können uns nicht komplett integrieren. Was? Ach Bruder, was soll's? Mein Vorbild ist Tupac und ich Olaf Scholz. Und ich mach weiter Songs, nimm einen Zug und begib dich in Trance. Was geht ab, Monami, Digga, jetzt oder nie? Doch ich spür immer noch keinerlei Empathie. Buch ist Genie, nennen sie mich jetzt, weil die Fotzen haben mich unterstellt. Ey, wow, die Jungs haben Nicken, der Lehrer, der Bulle soll sich ficken. Na, 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 soll sich ficken, der Arbeitgeber soll sich ficken. Wow, 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 Massade, scheine grün, so wie Wasabi. Wow, 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 krasser B, sagen sie und blasen viel. Wow, 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 Massade, krass ist grün, so wie Wasabi. Krasser B, sagen sie und blasen viel. So wie Wasabi, scheine grün, so wie Wasabi. Gras ist grün, so wie Wasabi. Arm geboren, so wie Kakavani. Sie benennen möchte gern, fick deine Chaya, sie möchte gern. Haha, schau zu, du kannst was lernen. Komm von der Strada wie Blocklaternen. Denn ich bin abgewichst und jeder weiß das. Geh auf Risiko, kompletter Einsatz. Ficken alles, Digga, wie die Eintracht. Nimm einen Zug, Digga, wie die Blinders. Ficke mit 19 Jahren, ja, ich hab mich niemals verändert. Jag die grünen Zahlen, gib die Stadt keine 40%. Hey, die Jungs haben Nicken, der Lehrer, der Bulle soll sich ficken. Na, 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 soll sich ficken. Der Arbeitgeber soll sich ficken. Wow, 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 Massari, scheine grün, so wie Wasabi. Wow, 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 Kassabi, sagen sie und blasen viel. Wow, 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 Massari, krass ist grün, so wie Wasabi. Kassabi, sagen sie und blasen viel. Ewa, keiner hat an uns geglaubt, bis wir selbst an uns geglaubt haben. Ja, schöne Grüße nach Sehnde, schöne Grüße zu unserer Heimat nach Hannover. Ewa, wir grüßen auch allem. Was sagst du, Habibi? Ficken bitte! Noch einmal! Wow, 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 Massari, scheine grün, so wie Wasabi. Wow, 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 Kassabi, sagen sie auf Blasen viel. Wow, 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 Massari, Gras ist grün, so wie Wasabi. Kassabi, sagen sie auf Blasen viel. Wow, 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 Alter, Jalla, Abfahrt, mach einen Arsch. Ey, Marokko!
Also, das haben wir extra drin gelassen. Ich musste gesagt, bitte lass es da. Das hat noch zur Performance gehört. Der hat auf jeden Fall was. Ja, safe. Ein bisschen was von so, Steve von so, ich würde ihn so sehen, so mit Mowgli. So. Die beiden zusammen im Track wäre voll lustig, ja. Der hat halt mega Spaß in dem Beruf, so, weißt du, der kommt da rein. Ja, ja, safe, safe. Und auch singen. Er ist natürlich, es ist wirklich ein Kandidat, wo noch viel dran gemacht werden muss, muss man sagen. Ne? Also seine Lyrik an einigen Stellen fand ich ein bisschen schlecht, an anderen Stellen dann wiederum gut. Ja, ich auch. Ne? An der Lyrik muss man allgemein so ein bisschen arbeiten. Ja. Ne? Aber stimmlich, vom Vibe her, fand ich es einfach, fand ich gut. Ja, so. Ja. Und der bleibt halt im Kopf, du gehst aus diesem Song raus. Masari. Und dieses Masari. Das bleibt im Kopf. So. Ja, ist echt so, bleibt im Kopf, ja. Check, check, MD70, 427 Refrat, represent. Okay, real talk. Check, check, frisch 13 und mein Herz ist am Rasen. Da mein Vater liegt im Koma und das schon seit ein paar Tagen. Die Diagnose lautet Hirnblutung. Ärzte sagen, er wird es leider nicht schaffen. Wie soll ich damit umgehen in jungen Jahren? Erzähl mir, von Schule nach Hause gekommen, jeder stand vor mir. In dieser Zeit war nur die echte Liebe für mich da. Nicht lange, denn sie ließ mich alleine und ging weiter. Ich weiß noch, bevor das alles passierte, hatte ich ein ekelhaftes Gefühl im Bauch. Gefühl im Bauch. Als wenn mich schon jemand sagte, dieser Tag wird dein Leben verändern. Gestern war ich noch sauer auf ihn und heute geht er vielleicht drauf. Check, Bacane, ich hab es prophezeit. Ich hab gesagt, ich werde es schaffen, noch wenn keiner bleibt. Es war eine harte Zeit, die ich jetzt hinter mir lasse. Guck nach oben, danke Gott, ab jetzt geh ich aufs Ganze. Ich kann es immer noch nicht glauben, wenn mein Traum hat geschafft. Doch auf meinem Weg wurde ich auf hinten gelassen, wurde bestraft und das meistens schmerzhaft war. Denn mein bester Freund, der alles für mich war, ist nicht da. Doch aus schmerzhaften Tagen werden bessere Tage. Ich bin hier ein Beweis und ich sag, ich weiß Bescheid. Doch aus schmerzhaften Tagen werden bessere Tage. Ich bin hier ein Beweis und ich sag, ich weiß Bescheid. Die Zeit tickt weiter, Mama wird älter. Und ich frag mich, was, wenn ich es nicht schaff. Seit meinem 13. Lebensjahr kommt es mir vor, als wäre ich im Tiefschlaf. Gestern mit Mom und Dad noch auf dem Spielplatz. Doch heute mag keiner kein. Und ich frag euch, heute das erste Mal, warum musste das sein? Mit dieser Entscheidung, die ihr damals in dieser Wohnung beschlossen habt, leiden wir immer noch. Doch ihr kriegt es nicht mit. Ich fresse den Schmerzen mit drinnen, obwohl der Schmerz mich schon gegessen hat. Ich zeige es nicht niemandem, doch ich fühle mich platt. Check. Oder jetzt ist das Ding, ein MJ bewertet ein MJ. Ich sag dir ehrlich, erstmal Dankeschön für das Bild, was du in der Schule geschossen hast. Bruder, das Ding ist so, ich glaube an den, er wird auf jeden Fall das Ganze ausreifen können mit den Jahren, aber ich glaube für Icon 4 ist es jetzt in der Top 30 leider zu wenig. Nicht, weil der nicht gut genug ist, sondern ja doch auch irgendwo schon, weil wir haben halt zu viele Künstler, die ähnlich sind oder schon besser, weißt du? Also am Anfang muss ich sagen, als er über die Krankheit seines Vaters so gerappt hat, da hat sich wirklich so eine leichte Gänsehaut safe, bei mir das aufgebaut. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Weil sowas packt mich einfach immer. Aber ab dann wirklich ist es sehr, sehr abgeflacht, fand ich. Es ist wirklich nichts, was so... Bisschen vernuschelt und Gesang. Sehr vernuschelt, fand ich, ja. Auch wenn er es bewusst gemacht hat, hat mir nicht so gefallen an den Stellen. Ja. Generell fand ich es noch nicht rund. So. Nee, das ist noch nicht... Das muss noch mehr ausgebaut werden. Ja, viel mehr ausgebaut. Deswegen sage ich, ich glaube an den, dass er das nur aushelfen kann, auf jeden Fall. Und wir haben auch sehr viele ähnliche Künstler schon dabei. Made to create. I come fear. Let's go. Rise with me on the Matrix. Sie kennen mein Flow, ich bin savage. Es gab Höhen und Tiefen, Dramatics. Fighting like the Four Fantastics. Rise with me on the Matrix. Fighting like the Four Fantastics. Put lights into the dark like an airship. Weil das hier keinem was wert ist. Von euch bleiben nur Knochen, wie nach meinen Sparrows. Mit Great Icons, mit me so fanatic. Bin wie Mr. Krabs bei die große Krabbe. Schaufel mein Geld, behalt alles zusammen. Als Koch hätte ich 3 Michelin-Sterne. Meine Bars sind erst Klassik. Keine Affäre um mich herum bildet sich. Eine Mauer des Schweigens, denn sie können mir nicht das, was erreiche ich. Boah, ich sag dir ehrlich, guck mal, ich kenn die. Ja. Ich
Consistency, ne? Und ich weiß, sie hat auch viel krassere Tracks so als das. Aber das war jetzt nicht so stark für mich. Oder dieses quietschige. Kann sein, dass das vielleicht manche feiern so. Ich will niemandem zu nahe treten, ne? Aber das, also, ich konnte mir das nicht geben. Mm. Für meinen Geschmack. Das Quietschige hat mich fertig gemacht, Digga. Ist das das Einzige, was dich gestört hat, das Quietschige? Ja, generell, es hat vorne und hinten nicht gepasst, fand es ich hat einfach. Angefangen, ja? Und du dachtest dir direkt so, mh. Ja, ich weiß. Es gibt so Künstler, die fangen an, dann denkst du dir, boah, okay, ich höre jetzt genau zu. Und bei ihr dachtest du dir so. Oder ich hatte direkt das Gefühl, ich will nicht zuhören so. Ohne böse zu meinen, ich schwöre. Gar nicht böse gemeint. Schwer, aber es reicht einfach nicht. Ich würde denen wirklich so Punkte geben, dass er in der zweiten Hälfte ist. Ich gebe denen 24 Punkte aus dem Grund, egal wie ihr bewertet, der ist auf jeden Fall in der zweiten Spalte und der rutscht ja natürlich auch runter mit den anderen Kandidaten dann noch. Ja. Und dann kann im Community-Tab halt entschieden werden, ob es wirklich für ihn reicht. Ja. Ich fand den halt schon interessant, Digga. Oder guck mal, er ist ein guter Künstler, ja, er hat eine geile Stimme, er hat geile Lyrics, aber man muss auch wirklich sagen, er ist ein bisschen, wie sagt man, overhyped? Ja, overrated. So. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Ich würde meinerseits wirklich 25 Punkte an Chavin geben. Ja, ich gebe dem auch 25 Punkte. Ich sehe es genauso wie du. Wenn er weiterkommt, will ich sehen, was er noch drauf hat. Aber ne, Icon 4 ist eine härtere Nummer als Icon 3. Ja, das muss ich nochmal erwähnen, weil es kommen noch gute Künstler. Gib Gas auf jeden Fall, Bruder. Ich gebe dem guten 27 Punkte. Das kenne ich piaciuto quello che hai fatto. Ich habe gesagt, weil es mir gefallen hat, was er getan hat. Mal sehen am Ende, wie es sich da entwickelt, ob er diese Schiene weiterfährt, weil diese Schiene macht den voll aus. So. Ich finde auch. Und dieses deutsch-italienische. Das ist echt mega so. Den deutschen Part kann ich halt nur bewerten. Ne? Klar, das Italienische hört geil an, jede Sprache, die anders ist, hört sich halt geil an im Rap. Ne? Ich würde dem wirklich knackige 26 Punkte geben. Nicht, weil der schlecht war, sondern wirklich nur, weil ich das Deutsche bewerten kann so irgendwo. Aber im Gesamtpaket ist es halt geil. Weißt du, mit 27, 26 Punkten ist er halt sehr, sehr weit über Mittelfeld. Ne? Und mit deinen Punkten wird er auch es weit schaffen. Ja, Bruder, safe 27 Punkte, Alter. Der ist ein sehr, sehr starker Künstler. Und du sagst ja zum Beispiel, ich kann nur das Deutsche bewerten. Du kannst ja nee, jeder, der jetzt Italienisch hört und das nicht versteht, kann ja trotzdem sagen, ob es sich für den geil anhört oder nicht. Im Gesamtpaket ist es geil. So, und der hat seine 27 Punkte verdient. Ja, was ich noch auf jeden Fall noch sagen möchte, ist, der muss, wenn er weiterkommt, wenn er diese Schiene fährt, noch ein bisschen, mach ein bisschen noch mehr Deutsch. Weil dieses Italienisch kann dich nicht immer retten, so. Das, was ich auf jeden Fall noch sagen will. Von mir gibt es 23 Punkte. Ne? Ich fand einfach, man hat direkt gute Laune bekommen. Man hat Bock, bis zum Ende zuzuhören, einfach weil das packt dich einfach von vorne rein, weißt du? Aber wie gesagt, man muss wirklich an der Lyrik ein bisschen arbeiten. Er hat es auch nicht zu lang gezogen. Er hat es sehr, sehr knackig gemacht. Gut verpackt, ne? So. Es ist halt unfair. So genau jetzt gegen Ende kommen so mega starke, weißt du, wir haben jetzt nicht mehr so viele Episoden und ich muss den halt jetzt so bewerten, dass er über einen anderen steht. Ich finde den schon gut, aber auch nicht zu gut. Ich glaube, mit 23 Punkten hat er es auch gut, ähnlich wie du. Ne? Ich finde, da ist er schon gut bewertet und ist irgendwo in der Top 30 mit dabei. Ja. Ich gebe dir gute 24 Punkte. Wie gesagt, an manchen Stellen war die Lyric gut, an manchen Stellen war wieder ein bisschen so. Dann hat er das gut verdeckt mit seiner Art und Weise, wie er sich präsentiert. Finde ich auch cool. Muss ja auch ein Gesamtpaket haben als Image. Kann sich auch präsentieren damit. Mal sehen, ob das wirklich dann mit den anderen auch ausreicht. Ja. Ich gebe den jetzt halt aus dem Grund 15 Punkte, nicht weil der 15 von 30 ist, sondern einfach, dass der knallhart nicht in der Top 30 dabei ist, versteht das natürlich nicht falsch. So, ich kann den ja jetzt nicht irgendwo Punkte geben, dass es knapp wird für andere, weißt du? Da muss man auf jeden Fall gearbeitet werden. Ich gebe den gute 18 Punkte. Ich weiß, das wird nicht reichen, aber es wird verdammt schwer. 16 Punkte von mir. Ich glaube auch, neben den anderen Künstlern wird er einfach nicht gut abschneiden oder weiterkommen. Ein paar Jahre arbeiten, vielleicht bei Icon 5. Ja, safe. Warum nicht? Klar. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass er nichts drauf hat, ne? Er soll uns nicht falsch verstehen. Der kann mit der Stimme noch ein bisschen, der muss gucken, dass er die Wörter ein bisschen besser ausspricht. Safe. Ja, auch so Deutlichkeit, auch im Gesang. Ja. Und dann läuft das. So welcome to the fire.